Um 18 Uhr heute Abend sind wir auf der Schwedagumba-Grube verabredet mit Kim Myanmar, aber wir geraten in den Stau. Im Schritttempo geht es durch die Straßen Yangons, aber da kann man wenigstens ein paar Einblicke und Eindrücke gewinnen. Knapp vor 18 Uhr erreichen wir dann die Schwedagumba-Grube und sind ziemlich pünktlich an der Montagsecke, wo wir mit Kim Myanmar verabredet sind. Von Kim und ihrer Freundin Susu ist allerdings noch nichts zu sehen. Da sie und ihre Freundin noch nicht da sind, nutzen wir die Zeit für ein Gebet an unseren Wochentagsecken und zum Erwerben von Verdiensten durch das Waschen Buddhas. Kim ist übrigens 25 Jahre alt, für eine Burmesin recht groß, sehr lustig und quirlig und arbeitet für eine Reiseagentur in Yangon. Kennengelernt haben wir sie über Facebook. Heute Abend ist die Schwedagumba-Grube voller Menschen. So viele Besucher haben wir noch nie auf der Schwedagun erlebt. Und das, obwohl kein Wochenende oder ein sonstiger besonderer Tag ist. Mittlerweile ist es 18.20 Uhr und wir beginnen langsam uns Sorgen zu machen. Werden die beiden denn überhaupt kommen? Jedenfalls beschließen wir, mal etwas über die Pagode zu spazieren. Um 18.30 Uhr sind wir dann eigentlich ziemlich sicher, dass die beiden nicht mehr kommen werden. Und gerade als wir unseren eigenen Rundgang über die Pagode starten wollen, spricht uns eine freundliche Stimme in deutscher Sprache schüchtern und höflich an. Beide sprechen sehr gut Deutsch und wollen ihre Kenntnisse ein wenig aufbessern. Lustigerweise sind Kim und ich beide Montagsgeborene, wohingegen Doris und Susu beide Dienstagsgeborene sind. Was für ein Zufall! Da ist es natürlich Pflicht, gemeinsam an den jeweiligen Wochentagsecken zu beten. Ich hab's probiert. Wir unterhalten uns lange und lustig in deutscher Sprache. Das ist sicher auch besser, als wenn wir eine Konversation auf Burmesisch führen würden. Dazu ist unsere Aussprache leider viel zu schlecht. Du musst Deutsch sprechen. Ja. Sabia? Hast du? Immer wieder werden wir vier von Einheimischen um Fotos gebeten. Sogar Mönche wollen sich zusammen mit uns ablichten lassen. Drei Fotohandys gleichzeitig zu bedienen, ist gar nicht so einfach. Und für gute Fotos muss man sich auch schon mal verrenken. Die Zeit vergeht wie im Fluge und eigentlich wollten wir noch gemeinsam Cappuccino trinken gehen, aber es ist doch schon recht spät geworden und die beiden Mädels müssen ja morgen früh raus, zur Arbeit und zudem haben sie noch mindestens eine Stunde Heimweg vor sich. Also versprechen wir, den Cappuccino bei unserem nächsten Besuch im Myanmar nachzuholen. Kim schenkt uns zum Abschied noch zwei typische burmesische Marionetten und wir überreichen ihr unsere Mitbringsel aus Österreich. Und während Kim und Susu auf dem Heimweg sind, kehren wir ins Denny ein, unser Stammrestaurant in Yangon. Für Doris gibt es eine leckere Suppe, die locker für vier Personen gereicht hätte. Und ich bestelle mir meine geliebten Crispy Noodles mit Schweinefleisch. Da uns der Bauch drückt, weil wir so geschlemmt haben und uns nicht mehr bewegen können, beschließen wir mit dem Taxi zurück zum Hotel zu fahren, anstatt wie sonst üblich zu Fuß zu gehen. Noch duschen und dann ab in die Haya. Morgen heißt es dann leider Abschied nehmen vom Myanmar 2015.